Also ich heiße Fiona, bin 13 Jahre alt und ich habe mitgemacht bei der Rallye bei der Fashion Revolution Week. Genau. Also ich bin Hannah, ich bin auch 13 Jahre alt und ich habe auch mitgemacht bei der Rallye für der Fashion Revolution Week. Die Rallye war wirklich sehr, sehr cool. Es war auch, man hat einfach Hannah nochmal sehr näher nochmal kennengelernt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht mit diesem. Ja, einfach nur Fragen beantworten, auch diese Schätzfragen und sowas. Also einfach nochmal die verschiedenen Arbeitsschritte kennenzulernen zu dann der Kleidung letztendlich, die wir anhaben oder einfach auch die, also wie unsere Kleidung einfach hergestellt wird. Genau, also bei den Arbeitsschritten ist es genauso, dass ich das cool fand, dass wir das nochmal näher kennengelernt haben und jetzt auch zum Beispiel bei den Läden jetzt, im Frauenzimmer. Das kannte ich zum Beispiel noch gar nicht, also ich wusste halt, dass es existiert, aber ich wusste halt nicht wo. Und da konnte ich auch nochmal. Hier. Also auf jeden Fall hier. Warte, die Frage ist, in welchen der folgenden Länder arbeiten besonders viele Menschen mehr rein? Also auf jeden Fall China. Bangladesch. Ja. Ich glaube, Indien würde ich auch noch sagen. Also an sich gehe ich ganz gerne Kleidung shoppen, sich da auch mal so, auch mit irgendwie, wenn man Zeit hat, sich da so durchzuwuseln und so das cool, so was Cooles für einen zu finden. Also nicht unbedingt sehr viel, aber wenn, dann so brauche ich auch eine Weile, um da so was Cooles zu finden. Ja, bei mir ist genauso. Also ich kaufe jetzt nicht viel Kleidung. Was mir Spaß macht, ist wirklich im Laden da zu sein. Ich fand schon, weil das war alles, also irgendwie war alles ein bisschen, hatte so einen, die hatten alle was gemeinsam, die waren alle so, wo die Mode eben sehr fair hergestellt wird und einfach zu guten Bedingungen. Und deshalb fand ich, dass es einfach sehr passend zu dem Anlass jetzt war. Ja, kann ich mich nur anschließen. Es ist für mich auf jeden Fall schon eine Option, jetzt also faire Kleidung zu kaufen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wieder dort einkaufe, sondern ich will einfach in Zukunft vielleicht mehr darauf achten, wo das eigentlich herkommt und ja, halt irgendwie möglichst zu faire Bedingungen. Definitiv weiterempfehlen, weil es wirklich sehr Spaß macht und man, wie gesagt, alle nicht mal mehr kennenlernt, dann das, wie die Kleider hergestellt werden und wie das alles ist. Also ich glaube, wir sind auch einfach so die Generation, die daran vielleicht irgendwie was ändern könnte, wenn das eben mehr darauf aufmerksam gemacht wird. Und ich fand es auch
ich habe eine willkommene Abwechslung jetzt, wo man irgendwie sonst so den ganzen Tag zu Hause sitzt und auch nicht so richtig irgendwie so richtig einkaufen kann. Fand ich es einfach auch eine willkommene Abwechslung, mal für nachmittags sich damit einfach mal auseinanderzusetzen und mal draußen zu sein. An der Litfa, rechts abgekommen und den nächsten 2 Euro finden erst